Herzlich willkommen, liebe Data- und AI-Friends, zu einer neuen Folge des AI-Cafés. Und ich freue mich heute ganz herzlich, Jeanette Fürst von Open Advice begrüßen zu dürfen. Jeanette, herzlich willkommen. Du bist Director of Sales bei Open Advice und wurdest auch gerade ausgezeichnet von IBM als Woman Leader in AI. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute zu Gast bist hier im AI-Café. Herzlich willkommen. Stell dich doch selbst auch einmal kurz vor und was du uns heute für einen spannenden Use Case mitgebracht hast. Ja, hallo, herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass ich da heute im AI-Café dabei sein darf. Freut mich wirklich sehr, dass wir als Partner uns da vorstellen dürfen und unsere Use Cases mal präsentieren dürfen. Ja, ich bin Jeanette Fürst, Open Advice, bei der Open Advice seit jeher, seit Anfang an, seit 2000 dabei. Und ich selbst habe vor der Firma Open Advice als technischer Consultant gearbeitet im Bereich Netzwerkmanagement und IT-Server-Monitoring, habe also dieses ganze Expertise bereits schon mitgebracht und mit Firmengründung von Open Advice habe ich die Herstellerpartnerschaft etabliert, damals noch Micromuse mit dem Netcode-Portfolio und seit 2005 sind wir IBM Business Partner und bringen genau diese Monitoring-Lösung voran. OpenAdvice selbst ist ein IT-Dienstleister im Bereich Service Monitoring, Service Business Service Assurance, aber auch Analytics und Reporting. Wir sind Software-Reseller, das heißt, wir verkaufen die Software von der IBM und wir implementieren die beim Kunden. Das heißt, wir bringen die Lösung wirklich zum Laufen, dass der Kunde einen Mehrwert bekommt. Nach dem erfolgreichen Projektabschluss ziehen wir uns zurück und supporten die Lösung, supporten die Implementierung letztlich, machen den First- und den Second-Level-Support und sind damit kontinuierlich mit den Kunden in Kontakt und erweitern die Lösung damit auch schrittweise. Ja, wie kam ich selbst zum Thema AI? Habe ich ja gerade schon gesagt, seit 25 Jahren bereits arbeite ich selbst in dem Bereich, früher als Consultant, jetzt mehr und mehr eigentlich nur noch im Vertrieb, in dem Bereich Monitoring, Netzmonitoring, so haben wir angefangen und ich habe gesehen, wie die Produkte schrittweise weiterentwickelt wurden, wie sie intelligenter wurden. Damals ging es darum, vor 20 Jahren alles auf eine Oberfläche zu bringen. Alle Informationen aus den verschiedensten Bereichen, aus dem Netzwerkbereich, aus dem Server, aus dem Applikationsbereich auf eine Oberfläche zu bringen, um reagieren zu können, schnell reagieren zu können. Und jetzt ging es eigentlich dann schrittweise mehr darum, nicht nur reaktiv zu sein, sondern auch proaktiv zu werden. Das heißt, man wollte die Störung rechtzeitig erkennen. Man wollte Signale erkennen, wann treten Probleme auf, um halt rechtzeitig entgegenzuwirken gegen diese Störung. Da wurden halt in den Lösungen, in den Produkten mehr und mehr Mechanismen implementiert, die genau dieses unterstützen, dieses Proaktive unterstützen. Und so kam es schrittweise jetzt gerade in den letzten 5, 6 Jahren in die Lösung hinein mehr und mehr KI. So, das haben wir wirklich beobachtet in dem Markt und haben es von Anfang an mit begleitet. Und jetzt arbeiten wir mit Lösungen von der IBM im Markt, die KI implementiert haben und es schrittweise verfeinern. Ja, wir haben seit Anfang an mit den IBM-Produkten, damals mit NetCool gearbeitet. Dann hieß das Produkt als Bundle Network Operations Insight, also NOI. Und jetzt ist es unter dem Begriff Watson AI Ops auf dem Markt bekannt und etabliert. Wir haben gesehen, dass es mit dem Watson AI Ops Bundle das KI-Know-how eingebaut wurde und dass das einen wesentlichen Mehrwert nochmal bringt für unseren Kunden. Und was ich jetzt als Systemintegrator, als Dienstleister sagen kann, wir sind halt unheimlich stolz darauf, mit der IBM von Anfang an immer dabei zu sein. Das heißt, in den Beta-Programmen bereits schon zu arbeiten und in den Beta-Programmen mitzubekommen, wie sich die Produkte entwickeln. Das heißt, wir sind immer 1, 2 Jahre vorab, sehen, was der Hersteller implementiert, können das testen, können unser Feedback reinbringen, bringen das Feedback vom Markt, von den Kunden rein und so kommt man letztlich zu einer guten Lösung gemeinsam. Das ist also wirklich eine Teamleistung, die wir seit über 20 Jahren im Markt verbringen und realisieren. Und das hat mich halt besonders stolz gemacht, dass ich dieses Jahr im Frühjahr von der IBM auserwählt wurde, ausgezeichnet wurde als eine von 40 Frauen weltweit und als AI Woman Leader.
Und das hat letztlich, ich will nicht sagen mein Lebenswerk, aber meine Leistung in den 20 Jahren doch wirklich gewürdigt und hat mich besonders stolz gemacht. Aber ich will auch ganz klar sagen, das ist nicht bloß meine Leistung alleine, weil hinter mir steht halt ein ganzes Team. Und ich bin tierisch stolz darauf, dass das Team von OpenAdvice so engagiert mit den Lösungen arbeitet und das bei den Kunden wirklich voranbringt. Aber gerade auch für dieses Leadership, da kannst du sehr stolz drauf sein. Von daher auch nochmal Gratulation, herzlichen Glückwunsch auch zu dieser Auszeichnung. Und da sieht man einfach, dass du insbesondere und ihr mit OpenAdvice eben nicht nur am Zahn der Zeit seid, sondern auch der Zeit quasi voraus. Mit Blick auf Watson AI Ops und eben die Automatisierung von diesen klassischen IT-Operations und sonst hat man ja immer über Monitoring und du sagtest eben schon über diese Reaktivität gesprochen. Für wen ist denn dieser Use Case eigentlich relevant? Für welche Branchen wird er eingesetzt und was ist denn dann letzten Endes eigentlich der Nutzen, wenn man jetzt eben künstliche Intelligenz zu diesem sonst so klassischen Thema eigentlich anreichert oder ergänzt? Ja, also eingesetzt kann die werden bei großen Network-Operating-Centern, das heißt da, wo ich wirklich große Netzwerke überwachen möchte, IT-Infrastruktur überwachen möchte, aber auch Applikationen überwachen möchte, auch im Service-Operation-Center, also in solchen großen Zentern im Service-Desk selbst, bei der ganzen klassischen IT-Überwachung. Wir haben es wirklich gesehen in unseren letzten 21 Jahren, es ist branchenweit einsetzbar, also komplett branchenübergreifend einsetzbar. Es fokussiert sich nicht nur auf den Telco- und Telekommunikations- und Service-Provider-Markt, da kommen wir klassisch daher mit unseren Kunden, sondern es wurde auch eingesetzt im Transport-Logistik-Bereich, im Bankenumfeld, im Pharma-Bereich, in großen Data-Centern. Das heißt, überall da, wo ich Informationen aus verschiedenen Bereichen zusammenführen möchte, da hilft mir diese Software. Da kann ich sie einsetzen und da bringt sie mir die Korrelation, die ich brauche und bringt die im Wesentlichen Informationen hervor. Ja. Ziel der Lösung ist wirklich, ich möchte große Eventmengen durchsuchen. Die Software, früher hat man es versucht als Mensch zu machen, man hat die Alarme versucht zu kategorisieren, zu strukturieren. Irgendwann kommt man als Mensch an die Grenzen der ganzen Datensuche. Und da setzt halt genau diese Software ein, diese Lösung ein, die sucht große Datenmengen durch, große Eventdatenmengen durch, sucht sie nach Pattern. Wann ist es vielleicht zeitlich gleich aufgetreten? Wann gibt es topologische Zusammenhänge? Das heißt, es hängen bestimmte Informationen zusammen, in der topologischen Sicht, oder auch in logischen Beziehungen. Das heißt, ich kann als Mensch logische Beziehungen hineinbringen und kann die miteinander verbinden. Und die Maschine findet anhand dieser Pattern Werte und sagt, Mensch, hier treten immer wieder gleiche Event-Pattern auf oder gleiche Metric-Pattern und stellt mir diese Korrelation grafisch wunderbar aufbereitet dar. Und das ist halt auch ein weiterer Vorteil von der Lösung, die wir jetzt einsetzen. Sie fleckt nicht nur die Information, die sie gefunden hat, das heißt die Alarm-Pattern, sondern zeigt sie einem Menschen grafisch wunderbar aufbereitet dar. Das heißt, der Mensch kann drüber gucken, kann Vertrauen dazu gewinnen und kann sagen, Mensch, das ist wirklich eine Korrelation, die habe ich noch nicht gesehen, aber die stimmt, die macht Sinn und kann darauf dann einen Automatismus ansetzen. Und das ist eine Riesenerleichterung, wenn ich das vergleiche vor 20 Jahren, wo ich wirklich nur eine flache Eventliste hatte und die ganzen Informationen aufgelistet waren. Da war das noch überschaubar, aber heutzutage? Genau, heute spricht jede Komponente, jede Applikation Massen an Daten und die miteinander vernünftig auszuwerten und in Beziehung zu bringen, das ist sehr, sehr schwer. Und da unterstützt uns gerade die Technik und die Technologie. Und Janet, ist das denn etwas, was wir uns auch mal anschauen können und mal live ansehen können? Jetzt, ja, gerne, bin gerne. Ich schon ganz begeistert. Gerne. Also ich würde jetzt einfach mal in einer Demo zeigen, wie wir verschiedene Korrelationen, was die Maschine an Korrelationen realisiert, was sie an Basiskorrelationen bereits realisiert. So, hier ist jetzt ein Beispiel dieser neuen Eventliste vom Watson AI Manager. Und in der Eventliste sehen wir jetzt wesentlich mehr Informationen. Wir sehen, dass es Korrelationen gibt. Hier zum Beispiel sehe ich im Beispiel, ein Backup-Server ist failed. Und es gibt saisonale Korrelationen, die Maschine gefunden hat. Jetzt gehe ich auf Details und sehe wirklich, wann diese Fehlermeldung immer zeitlich aufgetreten sind. In dem dunkelgrünen Feld sehe ich eigentlich schon, dass die
ganz häufig aufgetreten sind. Das heißt, es zeigt mir das visuell gleich, hier sind die Informationen häufig aufgetreten. Und da gibt es noch dieses leicht hellgrüne Bereiche zwischen 10 und 11, da ist es ab und zu nur aufgetreten. Gehe ich jetzt in die weiteren Details rein, sehe ich das nochmal kalendarisch wunderbar aufbereitet, wann diese Backup-Fail immer aufgetreten ist, also kontinuierlich jeden Tag zwischen 5 und 6 Uhr. Und dann gab es ein paar Ausreißer, wo es dann halt nur aufgetreten ist an drei verschiedenen anderen Sachen, anderen Zeiten. Das gibt dem Operator die Möglichkeit, es wirklich einfach zu begreifen, zu sagen, ja, da gibt es eine Korrelation. Und dann kann ich darauf ein Runbook starten. Ich habe es jetzt mal manuell gemacht. Dieses Runbook ist natürlich möglich, auch absolut automatisch zu starten, dass ich dieses Backup clean sozusagen bereinige wieder, dass es gestoppt wird und neu gestartet wird, dass dieses Backup wieder kontinuierlich vernünftig durchläuft. Dieser Automatismus, wie gesagt, wird einmal hinterlegt und kann dann automatisch gestartet werden und sollte dann vom Operator eigentlich, wenn die Maschine es selber erkennt, nicht mehr manuell durchgeführt werden. So, und dann habe ich noch ein zweites Beispiel vorbereitet. Das können wir uns jetzt nochmal anschauen, wo die Korrelation wesentlich komplexer ist. Und hier sehen wir jetzt eigentlich den zweiten Use Case, den ich mal vorbereitet habe. Dieser zeigt mir eine Gruppierung an. Das heißt, die Maschine hat selbstständig Alarme aus verschiedenen Bereichen gruppiert. Sie hat sogar mir einen Probable Root Cause vorgeschlagen, der sagt, Telefonservice ist nicht available. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ich sehe auch, dass es topologische Korrelationen stattgefunden haben. Und wenn ich hinten in der Eventliste auf Details gehe, da fällt mir auf, dass es wirklich zwei Korrelationspattern gefunden wurden. Zum einen wirklich die historische Eventgruppe. Das heißt, die Events sind dieses Pattern, ist mehrfach aufgetreten. Und zum anderen die topologische Korrelation hat angeschlagen, wurde gefunden. Und das macht die Maschine völlig automatisch. Gucken wir uns als erstes mal die topologische Korrelation an. Wenn ich jetzt hier reingehe, öffnet der Browser mir wirklich einen Ausschnitt aus der Topologie. Und hier sehe ich, wie das Telefon, das was ein Problem hat, in meiner Infrastruktur zusammenhängt. Das heißt, an welchem Switch es hängt, an welchem Port es hängt. Und ich sehe da wirklich, wo die Ursache ist letztlich in der Topologie. Und das finde ich das Schöne, das ist alles heutzutage in dem Produkt miteinander eng verzahnt. Wenn ich jetzt noch auf die zweite Korrelation gehe, auf die Temporal Correlation, da sehe ich, wie diese Event-Pattern, die ganz verschiedenen Events, die gruppiert worden sind, aufgetreten sind zu verschiedenen Zeiten. Und wenn ich jetzt mal auf More Informations gucke, bekomme ich weitere Details angezeigt. Und das finde ich total spannend und sensationell. Das heißt, ich sehe, wie häufig diese Event-Pattern aufgetreten sind, wie lange sie anstanden und wie häufig sie vorkamen bereits in der Historie. Also das sind so Sachen, hat man früher überhaupt nicht in den Tools gehabt, und das ist so grafisch toll aufbereitet für den Benutzer, was ich vorhin meinte. Das System visualisiert es halt auch gut, wo ich hier wunderbar sehe, am 30., am 31. sind diese Pattern aufgetreten. Das heißt, das Problem stand schon mehrfach an. So, und jetzt habe ich auch markiert, es gibt sogar ein Runbook dafür. Das heißt, ich habe gleich eine Lösung an der Hand und könnte das Runbook starten. Auch das habe ich jetzt wieder manuell ausführen lassen, damit man es in der Demo auch wirklich sieht und nicht als automatisch gleich im Hintergrund passiert, sonst könnte man die Demo ja nicht wunderbar präsentieren. Das heißt, es wird der Port letztlich rebootet von dem Telefon, wo er dran hängt, und damit sollte das Telefon auch wieder verfügbar sein. Und der Event, wenn wir jetzt zurückspringen auf die Eventliste, sollte dann auch wieder verschwinden. Also das war jetzt mal ein Beispiel, wo die Maschine wirklich auch zwei verschiedene Korrelationen gefunden hat, die gezogen hat. Und ich wollte damit zeigen, wie die Software den Operator wirklich unterstützt und das Vertrauen versucht zu gewinnen von den Operatoren, visuell das aufbereitet und sagt, Mensch, die Korrelation habe ich gefunden, macht die Sinn und man kann sie akzeptieren.
Super, Janette, das war sehr beeindruckend und das ist ein wunderbares oder zwei wunderbare Beispiele, wie man eben sieht, wie hier die neue Technologie mit Watson AI Ops eben mit dem Operator zusammenarbeiten kann. Man sieht ja bei dir im Hintergrund auch schon, wie sich Mensch und Maschine heutzutage die Hand reichen quasi, ja, und zusammen eben diese Power dort freisetzen. Und das finde ich ist ganz, ganz klasse. Wenn du unseren Data und AI Friends, die jetzt spannend gelauscht haben, noch drei Tipps mitgeben könntest. Was wären deine drei Top-Tipps, die du eben den Data- und AI-Friends zum Start eines Projekts mit künstlicher Intelligenz hier in diesem Umfeld mitgeben könntest? Ja, gerne. Also der Tipp Nummer eins von mir ist wirklich schrittweise vorangehen. Nicht alles auf einmal erwarten. Ich hab eine tolle Maschine und die macht alles von Anfang an. Nein, man muss schrittweise vorangehen in diesen Projekten. Das ist wichtig und so baut man schrittweise die Systeme auf. Der zweite wichtige Tipp, den ich habe, ist, die Menschen mitnehmen. Weil man kann zwar tolle Technologien implementieren, aber die Menschen fühlen sich überrumpelt, die haben auch ein Stück weit Angst vor solchen Technologien. Das heißt, man muss sie mitnehmen. Man muss auch die Prozesse im Unternehmen anpassen darauf, weil es sind ja Prozesse etabliert, die verändern sich. Die sollen die Menschen unterstützen, erleichtern, helfen. Und da muss man die Menschen und die Prozesse natürlich auch nicht aus den Augen verlieren, auch wenn wir alle Technik lieben, sondern die mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Know-how auch von den Menschen mit einfließen lassen. So, und der dritte Tipp ist wirklich, Vertrauen in Technologie schaffen. Also es wird auch viel Skeptiker geben, die sagen, oh, die nehmen meinen Arbeitsplatz weg oder die Maschinen übernehmen komplett die Menschheit. Nein, so wird es auch nicht sein. Man muss Vertrauen schaffen. Wir sind die Intelligenz und wir füttern die Maschine mit mehr und mehr Intelligenz. Klasse, Jeanette. Ganz, ganz herzlichen Dank. Nochmal vielen Dank, dass du heute zu Gast warst im AI-Café und dass du uns mitgenommen hast in diese spannende Live-Einblicke zu Watson AI Ops und was man dort eben heutzutage alles schaffen kann, um nicht nur zu reagieren, sondern eben um proaktiv zu agieren und vorne mit dabei zu sein. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Data- und AI-Friends. Natürlich heißt es auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es eine neue Folge des AI-Cafés gibt. Bis dann. Ciao.